Okay, ja genau. Also auf die Gebirgeseite brauchen wir uns noch nicht zu trauen. Das ist, glaube ich... Da muss man, glaube ich, ein bisschen besser schon unterwegs sein. Oh, ich hätte gern die Karte, ey. Und diese scheiß Motorsäge hätte ich auch gerne. Ich überlege jetzt gerade, wenn wir schon mal hier sind... Und ich habe gesehen, eben auf der Map, im Internet, da war das nämlich groß markiert, wo die sind. Ob wir die nicht doch holen. Weil... Das ist halt die Frage, ob wir die irgendwann zufällig finden oder ob wir sie uns einfach jetzt holen. Ist natürlich verlockend, ne? Na gut. Aber es kann auch sein, dass sie in der Höhle sind. Soll ich mal gucken? Ja, guck mal. Also ich meine, wir können ja wenigstens zur Karte hinlaufen. Es ist ja auch... Man muss es ja trotzdem noch finden. Und ich sag, es ist in der Höhle und wir stehen dann einfach irgendwo in der Pampa. Also... Es gibt, ich sehe gerade noch, es gibt einen Katana, eine Tauchausrüstung... Kettensäge und Karte, das sind wohl so Sachen, die krass sind. Ich glaube, die Tauchausrüstung habe ich. Ich habe mir schon so zwei Flaschen, so zwei Tauchflaschen. Okay. Aber ich verstehe die Karte nicht so richtig irgendwie. Katana? Ach, das ist so ein Samurai-Schwert, so ein Messer. Ne? Mhm. Also die Kettensäge ist eigentlich... Sind das die Seen? Ah, das, nee, ich glaube, du hast recht, das ist das Höhlensystem. Weil das wird das Höhlensystem sein, weil ich habe das irgendwie gerade nicht verstanden. Weil ich guck mal ganz kurz im Internet. Ich meine, wenn es in der Höhle ist, dann... Warte mal, Survival-Abenteuer, wichtigsten Fundorte. Oh, Alter, ich lese gerade, früher war die Karte in vier Teile zerrissen und man musste die alle finden. Kompass. Um Gottes Willen, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich will eigentlich gar nicht... Kettensäge da. Kletteraxt. Ja, Höhle 3. Okay, wir müssen in Höhlen. Alles. Hat sich erledigt. Hätte mich auch gewundert, wenn das einfach hier so rumliegt. Na gut, ja, das ist dann ein andermal dran. Wollen wir noch ein bisschen weiterlaufen? Können wir machen. Ich müsste aber was essen. Ja, ich auch. Habe ich noch einen Riegel? Nee. Ich baue mal ein kleines Feuer. Eieiei. Das finde ich gut. Es gibt quasi eine Art kleinste Feuereinheit, die man bauen, echt schnell bauen kann. Ich habe halt auch echt nichts mehr zu. Also nichts mehr zum Rauflegen. Ja, du kannst das von meinem Lurch abhaben. Das klingt ein bisschen komisch. Ah, du hast zwei gleich. Ja. Ich könnte mir aus der Lurchhaut noch eine Dings bauen, eine Tarnrüstung. Ja, mach doch. Do it, habe ich noch genug Knochen? Ne, schade. So, ich esse mal einen Lurch, ne? Vergiss deinen nicht, nicht so, dass er verkuckelt. Ups, war der eine Lurch verdorben? Das klang auf jeden Fall ungesund. Ist dein Hunger aber weg? Ja, meine ist weg. Ich glaube, ich kann. Also ich habe nochmal zwei Eidechsen heute. Ich kann noch mehr Tarnrüstung machen. Wo sind jetzt die Berge? Da ist. Ich habe jetzt zweimal Tarnrüstung und zweimal normale Rüstung. Kranker Scheiß. Cool. Welche Farbe, also wie sieht die Tarnrüstung aus unten rechts in dem Kreis? Grün. So ganz dunkles Grün, braun. So, Feuer zerschlagen. Fertig, wir können weiter. Ja, wo lang? Hier hoch. Natürlich die Frage, ob wir. Also, laufen wir jetzt mit dem Ziel, wieder zu Hause auch anzukommen zu Fuß oder? Wahrscheinlich, ne? Scheiße, komm mal hier. Oh, schaff ich das? Guck. Nee, schaff ich nicht. Komm, drück mich hoch. Nee, ich glaube, das ist wie die falsche Seite hier, aber da vorne ist auch nicht besser. Ich geh mal da rum. Oh je. Ist der Pegel zog bei mir. Ich guck auch mal hier. Ja, ich glaube auch. Nee, geht's doch nicht hoch, ich lauf noch weiter. Und so, das war das der Anfang vom Ende. Konrad? Ganz schön unheimlich hier allein im Wald. Oh Gott, ich sehe einen Typen. Ich habe mich auch gerade diese. Ich habe ja eben gelesen, Höhle 3. Dann gibt es wahrscheinlich mehrere Höhleneingänge und einen davon oder zwei haben wir jetzt schon gefunden. Es gibt vor allem auch mehrere Höhlen einfach. Alter, ich komme nirgendwo hoch. Hier vielleicht? Also ich habe einen Hirsch gefunden. Ach, Hirsch. Ich bin jetzt übrigens bei der Schneegrenze. Ich bin oben, glaube ich. Ich bin oben auf jeden Fall.
komm, 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 komm. So, ein kleines Stückchen noch. Och, komm. Scheiße. Braucht man eigentlich die Schneeschuhe? Vielleicht kommt man dann irgendwie besser voran. Scheiße, ich komme mir echt nicht hoch. Oh, Alter, ich bin so weit oben, ne? Ich glaube, ich muss zurücklaufen. Alter, du darfst ohne Kälteschutz nicht in die kalte Zone. Das ist, du frierst dir den Arsch ab. Ah ja, ich sehe schon. Ja, da brauchen wir nicht weiterlaufen, ne? Na, lauf doch mal bei mir weiter, warte. Ich werde doch, hier komme ich hier hoch vielleicht? Also hier, doch, hier müsste es gehen. Alter, ist das Wildschwein hier gerade runtergesprungen? Scheiße, Mann, es ist extra so gebaut, dass man hier nicht hochgeht, hochgehen kann. Mann. So ein Quark. Ich bin oben. Ah, ich nicht. Ich hab ne Wildschwein erlegt, aber es liegt unten. Es ist unten, unter der Klippe. Scheiße, ich würde aber ganz gerne. Ach, hier kommt man hoch, da sind wir vorbeigelaufen. Alter, hier könnte man eigentlich sich auch eine coole Basis bauen. Ich muss so Holz aus dem kalten Gebiet holen. Ich will an das Wildschwein, Konrad. Kannst du das mitbringen? Wo ist denn das? Hier, wo ich stehe, quasi. Geh einfach in den Punkt, wo ich stehe, und dann unten. Okay. Warte, ich könnte dich mit dem Bogen abschießen. Ich bin schon unterwegs. Würde ich aber natürlich nie machen, denn ich bin natürlich ein. Ja, lass mal lieber. Ach, da oben bist du hoch. Hast du das Wildschwein auseinandergenommen? Ich hab's noch nicht. Ach, hier. Warte. Zack. Und dann noch was zu essen hier. Zack. Und schön Schinken. Nice. Jetzt kann ich meine Bogenskills an dir üben. Bist du hier hoch, oder? Nein. Das muss ich enttäuschen, du musst noch weiter. Also übrigens, oh. Das ist übrigens eine Horde. Oh Junge, dieses Geräusch und dieses Tscha. Oh, das sind auch die blauen Jungs hier. Oh Gott. Komm hoch, hier. Du hast bald geschafft zum Aufgang. Hier ist der Aufgang. Ich muss leider erstmal kämpfen gerade. Ich kann dir mit dem Bogen Unterstützung geben. Einen haben wir schon mal. Okay, warte. Okay, es ist jetzt, weißt du, wie beim Snipern quasi so. Ich weiß nicht, wer. Ich habe Angst, dass ich. Alter, dieses Dude, das Uniform ist sehr verführend. Alter, ist der Schein. Oh, ich glaube, er ist bei mir, Alter. Ich glaube, er ist bei mir oben. Ich kann nicht herumlaufen. Nein, ich sehe ihn, warte. Oh, Alter, der Blick ist ja mega hier. Alter, sieht das gut aus. Ho! Oh, das mit dem Gebirge ist echt heftig. Auch echt cool eigentlich. Also ich glaube, hier ist auch ein geiler Spot, um sich zu positionieren. Ja, wenn du mich hier die Basis so dran baust und einfach so einen kleinen Rundwall drumherum baust, bist du auch echt sicher. Pass auf, warte. Aua. Hier ist noch ein Höhleneingang. Alter, pass auf, warte. Also meine Rüstung ist schon mal im Eimer. Also sonst geht's mir ganz gut eigentlich. Wo ist der hin? Da. Ja, komm, er backt im Berg. Oh, Alter, von wegen er backt im Berg. Ja, aber jetzt muss ich dich mal kurz vorlassen. Warte, ich hab Medizin auf R4. Hier, zack. Geil, ich hab Medizin. Oh, zum Glück hab ich jetzt von God Keyed, Alter. Okay, mir geht's wieder gut. Warte, ich sammle mal meine Pfeile hier unten ein. Okay. Haben wir sie hier, ne? Da sind noch mehr. Boah, das ist echt geil hier. Ho, also in dem Schneegebiet müssen wir auf jeden Fall auch irgendwie da mal was bauen. Ja. Das sieht aber so geil aus. Es ist so kalt im Schneegebiet. Ja. Aber hier, Alter, guck dir mal hier. Ich glaube, hier müssen wir eine kleine Markierung, ein kleines Lager oder sowas bauen. Dieser Blick, ich mach nochmal aus. Alter, aber guck dir das mal an. Stell dir mal vor, hier ein Haus. Ja. Hier ein Haus, Alter. Direkt hier. An der Kante. Da kannst du so rum so ein kleines Fort quasi bauen mit so einer Mauer. Und Verteidigungsanlagen, und du bist super sicher, Alter. Voll, überleg mal, ich denke mal, das ist jetzt ja nicht wie in einem Spiel, wo irgendwo ein Berg ist, der nur Deko ist. Du kannst da halt hin, ne? Wahrscheinlich auch rauf. Das ist echt krass. Aber wir sind ja auch echt, das ist echt das andere Ende der Karte. Oh, hier ist noch ein Wildschwein. Warte, ich hol mal ganz kurz meinen Bogen raus. Da habe ich ein ganz guter Punkt, um auf... Na, ne, noch nicht. Ein bisschen Zeit haben wir noch.
Die Frage ist halt, latschen wir jetzt komplett zurück? Guck mal, da vorne, da haben wir, glaube ich, jetzt auch wirklich, ich meine, wir sind jetzt an der Küste lang gelaufen, aber da haben wir jetzt, glaube ich, wirklich schon das Gröbste, das, was wir sehen können, neben dem Schneegebiet auch gesehen, glaube ich. Das Loch, ich habe auch noch ein Wildschwein erlegt. Wir haben das große Loch auch schon gesehen. Liegt da eine Uhr? Was ist ein Stein? Ich glaube, aus dem Wildschwein bekommt man zwei Fleisch raus, ne? Ja. Hm? Was ist denn das hier? Alter, hier ist so ein guter Spot. Hier müssen wir auf jeden Fall. Ich glaube, hier würde ich ganz gerne... Guck mal, es wird Abend. Vielleicht können wir schlafen gehen. Ich baue mal ein Jagdlager. Als Außenposten. Ich würde sagen, es ist nicht mal ein Außenposten. Ich glaube, hier könnten wir nochmal so einen grünen Point quasi machen. Dann haben wir... Wobei, das ist verwirrend, oder? Mit zwei Hauptkräutern. Grün? Quasi. Nee, wenn dann... Warte, was für Außenposten? Blau, ne? Blau, ja. Nee, aber warte mal, nochmal. Also rot haben wir was Besonderes, blau für den ja. Außenposten, grün für unser Haupthaus, vielleicht können wir gelb irgendwie nehmen als zukünftiges Haupthaus. Okay, ja. Okay, hast recht. Also ich würde dir auf jeden Fall mich hier niederlassen nochmal. Also ja. Ich finde es ja, sehr ist schön. Echt, das ist wirklich man hat einen schön, super, ja. Man hat einen super Blick, auch hier kann man sich gut absichern, denn ich denke, dass sie aus dem Wald, also aus dem Kalte, aus dem Schneegebiet nicht kommen werden. Natürlich die Frage, vielleicht gibt es da noch schlimmere Viecher. Okay, das ist natürlich auch möglich. Daran habe ich noch gar nicht gedacht, aber das ignoriere ich einfach. Ja. So, Steine habe ich genug. So, Baum fällt. Ach geil, dann können wir hier perfekt auch pennen und können wir auch speichern. Dann können wir dann beim nächsten Mal mit dem schönen Blick dann starten. So, warte mal, der Baum fällt. Müsste mal langsam was trinken. Also in-game. Ja, an einem Great Lake hätte man was trinken können. Ist das ein Vieh hier? Ah, hier war noch ein Salamander. Wie heißen die nochmal? Lurche? Lurche. Dann habe ich den vielleicht aus Versehen mal mit einem Pfeil erwischt. Der war ganz langsam. Ohne Trophäe. Achso, wie die Trophäenkopf, nicht da. Alter, was ist das? Achso, der Baum. Okay. Alter, mal wieder bist du schneller. Ich weiß nicht, woran das liegt, ey. Es ist super dunkel hier, ey. So, wir brauchen noch einen Stamm. Perfekt. Ich habe noch einen Stamm. Können gleich pennen, super. Warte, ich möchte erstmal durchrotieren. Gelb passt schon, okay. Oder was haben wir noch für Farben? Okay, oh, grün ist unser Haupthaus. Lila finde ich nicht passend. Rot, blau ist Außenposten, weiß ist aus. Okay, gelb passt. Gelb ist gut. Warte mal, speichern wir mal. Guck mal, wir brauchen noch einen Moment. Soll ich nochmal eine Feuerstelle bauen? Ach, musst du nicht, oder? Wir pennen einfach. Ich baue aber immer gerne eine Feuerstelle. Das ist so die Grundausstattung. Das Geile ist halt auch, guck mal, im Schneegebiet hast du so eine gewisse Grundhelligkeit durch den Schnee auch. Ist ein Vogel? Hast du noch einen Stein oder so? Nein, ja. Aber... Warte, ich hole noch einen. Scheiße. Wir brauchen noch einen Stock. Wahrscheinlich sind die Schneeschuhe auch für... Auch dass einem die sozusagen die Füße nicht abfrieren. Auch als Wärmemaßnahme. Ja. Vielleicht hilft eine Fackel auch im Schneegebiet. Also ich friere richtig. Jetzt wollte ich schon Lagerfeuergeschichten hier. Guck mal, der Staum ist so richtig so, als wenn man sich da draufsetzen hat. Warte, kann ich da ein bisschen besser hinschieben? Nee, warte, ich nehme ihn mal hoch. Warte, wird man mal weg. So. Nee, ist nicht mehr. Das geht noch besser. Warte, hier. Na! So? Ich habe gerade irgendwas gehört. Das ist zufriedenstellend für dich. Warte, ich möchte. Warte, ich mach das HUD nochmal aus. Das ist so schön, muss auch mal machen in Einstellungen. Dann mal Feuerzeug einfach mal weglegen. Einfach mal nur mal so gucken. Oh, das ist schön. Man kann auch einfach die Axt weglegen. So. Guck das mal an. Na gut, man sitzt zwar nicht richtig auf dem Stand drauf, aber hin. Es fühlt sich. Warte, pack noch mal ein bisschen. Richtiges Screenshot-Bild hier gerade, Alter. Mit dem Vogel auch da oben. Der auf dem Haus sitzt. Ja. Oh, ist das nicht schön, ey. Ob die, warte, ich guck mal, ein Sternenhimmel. Haben die hier die echte Sternbilder eingebaut? Nee, ne? Sieht man irgendwas? Okay, komm mal jetzt schlafen, ich höre ja. Die Viecher. So, ich würde sagen, wir sind wirklich überpünktlich. Ja, dann ist vielleicht auch jetzt ein guter Moment aufzuhören, oder?
Ja, genau, ja. 10 vor 10. Ja, das passt jetzt auch, sehr schön. Also hier ist es wirklich traumhaft, auch mit der Sonne jetzt gerade, die wo auch immer sie gerade aufgeht. Da hinten, guck mal. Ach, schade, dass sie da aufgeht. Stell dir vor, die würde jetzt hier bei der Landschaft aufgehen. Alter, ich habe gerade so richtig heftig genießt. Ich habe nichts gehört. Hast du gut gemutet. Na gut, dann mit diesem Bild. Oh, es ist so ein schönes Bild, auch wie du da gerade stehst mit dem Feuer und den Bergen im Hintergrund und dem Vögel. Ich glaube, hab ich die Stewardessen-Uniform an? Ich glaube, ja. Woher? Ich glaube, du hast die ausgezogen, ne? Warte mal. Ach, das war... Ach so! Ich hab mich schon gewundert. Ich habe hier vorhin rumgeklickt und da stand nämlich nicht... Aber dann ist meine andere Uniform auch weg. Oder, ach nee, das ist die, ne? Ja. Habe ich jetzt... Warte mal, ich will die aber nicht... Ich will die wieder ausziehen. Ich will die. Okay, jetzt haben wir aber beide das gleiche dann an. Warte, aber, zieh die auch mal. Warte, hast du jetzt die? Ja. Was steht da? Dunkelgraues Hoodie und Tarnfarben Jeans. Ach, das ist dein. Ach, jetzt habe ich deine Tarnfarben Jeans habe ich jetzt an. Ach so, warte mal, da muss ich mal ganz kurz. Nee, alles gut. Jetzt habe ich wieder mein normales Outfit an. Ich glaube, ich habe das gedroppt vorhin. Warte mal, Outfit Flugbegleiterin Uniform. Wenn du richtig Dunkelgraus machst, dann schmeißt es weg. Genau. So, hier, bitteschön. Ja, das ziehe ich mir mal an. Alter, so blutverschmiert, ey. Das ist auch einmal krank, Alter. Erst zerlegst du die und dann ziehst du die aus und ziehst das an, was sie anhatte. Naja, egal. Ja gut, dann war das heute mal etwas, was heißt etwas kürzer, 1:40 ist auch nicht unbedingt kurz. Und dann, ja, beim nächsten Mal, weiß nicht, was machen wir beim nächsten Mal, Jona? Erstmal zurücklaufen und dann bauen wahrscheinlich, ne? Den Vogel töten. Ja, dann bauen wir wahrscheinlich. Ich würde auch ganz, also, das ist halt die Frage, ne? Das kann ich ja nicht einschätzen, was... Also ob wir sozusagen schon theoretisch genug gewappnet wären, um in eine Höhle zu gehen zum Beispiel. Unabhängig davon, dass wir noch keinen Sprengstoff haben, aber... Also ich denke, wenn wir so ein paar Hordenangriffe noch haben, ein bisschen Knochenrüstung uns bauen, sind wir, glaube ich, bestimmt gewappnet. Okay, man kann den Sprengstoff ja auch bauen. Ich habe Armbanduhren, ich habe diese komischen Mikroprozessoren. Alter, du hast Armbanduhren, wo liegen Armbanduhren im Inventar? Neben Stoff direkt. Okay, dann habe ich keine Armbanduhren. Ich habe zwei sogar. Ich hab Batterien. Na stimmt, habe ich auch. Also ich glaube, wir können die sogar selbst craften, glaube ich. Und ich habe 183 Münzen. Münzen? Gar nicht. Aber ich kann aber ein paar Steine im Boden sammeln. Ja, genau, hack noch mal ein bisschen rum. Achso, warte, ich speichere jetzt noch mal ab. Ich weiß nicht, ob das sicher. Speichere du auch noch mal ab. Damit kein Unheil passiert. Ich glaube, auf jeden Fall ist es wichtig, dass ich vor dir speichere. Also, achso, ja, dann mach das noch mal. Ja, warte, ich habe noch nicht alle, nicht genug Steine zusammen. Oh Gott, ey. Also, Jona, morgen Abend bin ich nicht da. Wir haben, also, glaube ich, wir kriegen morgen Abend Besuch. Ich weiß nicht, ob ich mich dann das wegstehlen kann, will. Okay, ich habe gespeichert. Ich denke mal eher nicht. Okay, ja, gut, dann mach ich auch nochmal. Also, es kann sein, dass du morgen mal einen Tag Pause von The Forest hast. Nein! Deine Kreativpause. Und dann, na gut, erstmal beende ich mal die Aufnahme hier. Reicht jetzt auch 1:41. Und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Thank you for watching. Und dann. Haut rein. Tschüss, Kopf. Ich hab mein einziges Mal gerülpst. Ja, dann jetzt noch hier, komm. Tschüss. Tschüss, Kopfski. Ciao.